So, hallo, jetzt nehme ich doch noch einen Part auf, weil der gute Lutz hat gerade seinen richtigen Code geschrieben. Das heißt, da war tatsächlich was falsch und ich bin nicht doof. Der richtige Code lautet so. Das war eine 2 und keine 3. Er hatte im anderen Code da eine 3 stehen. So, BRH, QMF. Aber das kann man halt nicht. Ne? Man könnte jedes alles raten. Alles könnte eine Zahl vertippt sein und dann rät man da halt ewig lang rum. So, Luzi Putzi, da haben wir ihn ja. Was hast du alles hochgeladen? Genau, das sind die zwei Level, die du gesagt hast. Erstmal hier, zack, Favorit. Und gucken wir mal jetzt. Habe ich, glaube ich, jetzt in der Aufnahme vorher gar nicht gesagt. Er hat mir geschrieben dazu. Ich fände es schön, wenn du eines davon spielen würdest. Wir spielen natürlich beide und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge geben könntest. Ich sage extra nicht, welches du dir anschauen sollst, weil ich glaube, dass du das Waldlevel bereits bei Emero im Stream gesehen hast. Wir spielen aber, wie gesagt, beide. Deswegen. Ach, das war das, was Emero geskippt hat. Wegen diesem langen Weltrekord. Ah, ja. Dann spielen wir vielleicht erstmal das hier. Und gucken uns dann das andere noch an. Aber doch, das Waldlevel will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber wir spielen erstmal ein Level, das ich vielleicht schaffe. So. Nicht sicher, ob ich das machen soll. Das war auf jeden Fall nicht richtig. So viel kann ich schon mal sagen. Was soll ich hier tun? Ach so, hier ist... Das habe ich gar nicht gerafft. Das habe ich gar nicht gerafft. Hier geht es ja weiter. Das hat, hat nur die Lava alles hochgeschoben und deswegen ging es nicht weiter. Well, das geht in die falsche Richtung. Ich dachte, es geht zurück. Ah, okay. Wait, dann will ich den nicht drücken. Wait, dann passt er immer noch nicht. Ah, der war schon richtig vorher. Okay. Okay, der war richtig vorher. Zumindest um erstmal zu gucken, wo man weitergehen könnte. Dafür war er richtig. Also so. Und jetzt geht's ab. Erstmal nach oben. Nach oben ist gut, weil wir müssen... Was? Null. Weil wir müssen uns vor der Lava in Deckung... Da komme ich auch so hoch. Oder? Da müsste ich doch auch so hochkommen. Hops. Ja, da komme ich auch so hoch. Ah, nice. Jetzt kann ich hier schwimmen. Jetzt ist die Lava völlig irrelevant für mich. Aber da müsste ich jetzt klein sein, um da durchzukommen, ne? Das geht jetzt wiederum nicht. Hab ich es mir jetzt verbaut? Oder kann ich noch irgendwas machen? Da ist er. Oh, das ist... Okay, das ist interessant. Man kann sich mit dem Ding noch killen lassen. Das ist interessant, ja. Gut, gut zu wissen. Gut zu wissen, gut. Also, wenn wir uns ein bisschen mehr schicken... Dann kriegen wir das ja so hin, dass er hier das hier auslöst. Genau. So, das war der Plan. Und vorne habe ich den gekillt und das war ungünstig. So, und jetzt bin ich ja in dem Ding drin. Ich kann jetzt ja aus dem rausspringen. Das war nicht, was ich wollte. Das war, was ich wollte. Lasst mich mal in Ruhe.
gehen jetzt einfach mal so durch. Oh, das wäre jetzt ungünstig. Weil jetzt komme ich natürlich da unten in die Lava rein. Ab hier kann ich jetzt nicht mehr so machen, wie ich das wollte. Wie weit komme ich denn da? Oh, da unten kann ich aber landen. Okay. Da unten kann ich landen. Sehr gut. Also das klappt dann. So, zack, zack, zack. Einmal hier bitte die Bombe auslösen. Nein, ich wollte den jetzt noch nutzen. Zum Abspringen. Ah, wobei, da kann er hier kaputt machen und dann komme ich da hoch. Na, das geht natürlich auch. Das macht gleich noch viel mehr Sinn. Komme ich da oben rüber? Nicht, ne? Nee, ich muss schon dann hier unten. Ja, jetzt muss ich aber da reinkommen. Komme ich da einfach rein? Oder kann ich... Man kann halt mit dem nicht geduckt... Ja, okay, jetzt kann ich geduckt wieder abspringen. Null. Aber jetzt habe ich halt wieder da unten. Jetzt muss ich halt aufpassen. Ja... Wo war denn das jetzt? Ungefähr hier unten konnte ich hin, ne? Genau. Und da weiter steigt die Lava ja auch gar nicht. Also das klappt. Und jetzt muss ich nur noch da drüben. Ah, nice! Und da schließt man ab. Alles klar. Und da wäre jetzt noch eine rote Coin, wofür auch immer. Dann ist hier eine Tür. Das wird mich jetzt allerdings schon noch interessieren, was da ist. Das wird mich jetzt schon noch interessieren, was da ist. Das schauen wir uns noch an. Das schauen wir uns noch an. Weil das wird mich interessieren. Ich meine, ich habe es sowieso komplett nicht intended gespielt. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es funktioniert ja. Was immer funktioniert, sage ich mal. Weil da ist so viel, was wir überhaupt nicht genutzt haben. Aber wie gesagt, es funktioniert ja. So, löse aus. Zack. Gut. Ah, nicht so gut. Das war nicht das, was ich wollte. Aber gut, dann bleib mal da oben, dann mach kaputt. Es wäre halt schön, wenn... Aha, ich wollte gerade sagen, es wäre halt schön, wenn wir es hinkriegen, dass wir den Dings behalten. Aber haben wir jetzt wieder nicht hingekriegt. Oh, wait, wir können mit dem einfach weiterfahren. Ah, ist die Coin für... Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber dann ist die Coin da oben für die Münzen. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Haben wir jetzt gesehen. Okay, ist in Ordnung. Ist okay. Ist okay. Ich wollte das Ziel jetzt nicht auslösen, aber mein Gott, dann... Huch. Ah ja, nehme ich auch mit. Dann ist das in Ordnung. Lassen wir es dabei. Wir wollen uns ja noch das Waldlevel anschauen und ich glaube, dafür brauchen wir eh noch genug Zeit. Denn, wie gesagt, der Weltrekord... ist bei 24 Minuten. Das scheint ein etwas komplizierteres Level zu sein. 0,52% Abschlussrate. Boah. Wobei ich jetzt nicht geguckt habe, wie viele das gespielt haben. Ich glaube, es waren noch nicht allzu viele. Ich habe den nicht gesehen. Ei. Okay, also. So. Soweit ist der Anfang ja klar. Dann ist hier eine Ranke. Schießt du mal. Und dann lass mich da mal durch. Und dann lass mich da mal durch. Okay, jetzt hoffe ich, schießen die nicht mehr. Oder interessieren sich zumindest nicht mehr für uns. Gut, das passt. Komme ich da direkt rüber oder muss ich... Ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, hier einfach rüber zu klettern. Ich werde irgendwann einfach fallen und das will ich... Ah, das gefällt mir nicht. Will ich da runter oder will ich da hoch? Beides ist keine günstige Option für mich. Ach du Schande. Ich würde am liebsten den Sprung so hinkriegen. Ja, genau so. Oh mein Gott, und jetzt muss ich in den Midway Point rein. Oh yes! Oh, wir haben das direkt geschafft. Sehr gut. Wir haben zwar überhaupt keine rote Coin bisher gefunden. Und ich fürchte, da fehlen uns jetzt einige, aber... Wir haben einen Checkpoint.
Da ist eine. Wäre da auch noch irgendwo eine? Ich hoffe, da wäre jetzt keine gewesen, die ich verpasst habe. Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Wait, jetzt bin ich aber nicht mehr groß. Das ist jetzt suboptimal, ne? Weil jetzt komme ich ja nicht mehr. Ach, ich kann hier... Ah, ich dachte, ich habe nicht gedacht, dass ich hier stehen kann. Okay. Das verändert alles. Das verändert alles. Ich dachte nicht, dass ich da stehen kann. Dann hätte ich einfach... Dann hätte ich den Sprung nicht machen müssen. Dann hätte ich einfach durchlaufen können. Okay. Kann ich jetzt aber... Ich kann da nicht einfach durchklettern, ne? Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Wie komme ich jetzt zu der Coin darunter? Vorhin habe ich halt meinen Stuff dafür geopfert. Aber jetzt habe ich ja keinen Stuff. Ah, warte. So komme ich zu der Coin runter. Uiuiuiui. So, schießt du mal. Na, oh Gott, das ist... Oh Gott, das ist kein guter Sprung. Wir gucken erstmal weiter, würde ich sagen. Also da ist noch eine Coin. Oh, hier kommt ein Pilz rein. Ah, alles klar. Dann ist das natürlich auch ein Pilz, den ich wiederbekomme. Das ist wichtig und gut. Den habe ich nicht wahrgenommen. Aber ich muss jetzt trotzdem... wieso komme ich denn da... wieso kann ich denn... Hä? Wieso kann ich denn da nicht klettern teilweise? Hä? Das war nicht so gut. Ja. Sag ich ja. Aber wieso kann ich denn da nicht klettern? Gut, dann haben wir jetzt uns getroffen. So. Aber ich kann hier nicht. Hier kann ich jetzt wieder klettern. Aber das geht jetzt halt nicht gut. Es geht gut. Aber das muss ich jetzt jedes Mal machen. Da hätte ich dann ja doch lieber. Naja, jetzt ist es zu spät. Da hätte ich dann ja doch lieber die dann ausgelöst. Als, naja, wisst ihr schon. Aber gut. Ich habe da unten ja die Röhre gesehen. Wir müssen auf jeden Fall in die Röhre reingucken. Ja, das war super klug. Nicht? What ist das denn? Wir gehen erstmal weiter. Das soll da unten sein. Hä? What? Hä? Wie komme ich denn da mit einer Bombe? Vielleicht mit einer Bombe. Wo soll die jetzt hinfahren? Aber ich komme jetzt ja hier auch nicht mehr raus. Ich komme hier nicht... Irgendwas war da falsch. Okay. Gut, wir gucken erstmal weiter. Ich will ein bisschen was von dem Level sehen.
war nicht, was ich wollte. Da oben sind Wolken. Na, normal. Aber jetzt sehe ich überhaupt nicht... Oh, verstehe ich das richtig? Aber es kommt... Doch, 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 Moment, 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 Moment. Hier kommt jetzt ja nochmal ein Pilz raus, ne? Dann verstehe ich das richtig. Ach nee, so könnte man... Aha, okay, ja doch, ich... Man könnte auch anders da rauskommen. Ich bin doof. Man könnte auch mit dem Ding schneller sein. Ich hasse die Wasserphysik. Es ist doch unfassbar, was? Hä? Was war das denn jetzt für ein Quatsch? So, wo ist denn das Ding jetzt hin? Wie weit könnt ihr denn fahren? Da fährt's rum. Okay, alles gut, alles richtig. Und der fährt jetzt darüber, oder was? Ich hoffe, dann fährt der so, dass ich in die Röhre rein kann. So, Okay, dann soll ich nicht in die Röhre rein. Verstanden. Aber wie soll ich denn in die... Hä? Wie soll ich denn da jemals reinkommen? So nicht. So auch nicht. Oh. Auch interessant, dass man da drunter sitzen kann. Ohne dass was passiert. Ah, das sind die Wolken. Ja, das sind die Wolken. Okay, ja gut. So, einzige Idee, die ich gerade habe, die aber wirklich schnell gehen muss. Ja, hat sich erledigt. Sehr sicher treffen lassen und dann schnell da hoch, aber das, nee. Nee, das ist mit der Wasserphysik hier ist das nicht möglich. Okay. Aber das hier ist auch jetzt nicht unbedingt das, was ich spielen möchte. Ich meine, das ist... Das ist, sick. Als wer immer das Level schon mal abgeschlossen hat, holla die Waldfee. Respekt. Ach, ich bin echt so blöd, ne? Vor allem, das sind ja alles Sachen, das muss man ja immer wieder machen. Es gibt ja nur diesen einen Checkpoint hier. Da habe ich keine Chance. Wozu hol ich überhaupt den Pilz? Ich verliere ihn ja eh hier sofort. Ich muss hier durch, es hilft nichts. Aber die Wasserphysik ist auch so dermaßen merkwürdig. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich verstehe die überhaupt nicht.
So, jetzt geht ihr mal wieder da zurück. Ja, das habe ich genau so, habe ich mir das gedacht. Ah, nee, komm. Ach Gott, ach Gott. Was ist eigentlich da oben noch so ein bisschen? Ich meine, irgendwo muss ja noch mehr, irgendwo müssen wir ja ganz viele Münzen noch verpasst haben eigentlich. Außer es sind da in diesen ganzen Geheimdingern, da, in dieser Röhre da hinten, sind vielleicht noch ganz viele Münzen, ich weiß es nicht. Ja, da ist auch noch zum Beispiel... Hä? Die ist auch mitten in der... Was? Ich starte es jetzt nochmal von vorne, aber ich raff das Level nicht. Das ist ja komplett übertrieben. Da bin ich echt froh, dass Bomb Factory so einfach war. Ja gut. Uff. Aber das hier ist, ich meine, habe ich irgendwas übersehen? Man muss doch dann ständig den Pilz irgendwie sich holen. Weil ohne Pilz kommt man doch an die halben Coins überhaupt nicht ran. An die Hälfte der Coins. Und ich verstehe halt noch überhaupt nicht, wie man in die Röhre soll, wo dieses grüne Ding hinfährt. Die Block Snake. Das verstehe ich nicht, wie man da reinkommen soll. Selbst mit der Block Snake sehe ich da keine Chance. Da irgendwie vernünftig hinzukommen. Weiß ich nicht. So, jetzt wäre eigentlich da unten die Dings, ne? Aber jetzt gehen wir erst hier weiter. Und jetzt komme ich aber gar nicht. Ich habe gar keine andere Option. Ich muss den hier schon auslösen. Aber das ist schlecht, weil ich ja... Guck mal, wie soll ich denn... Wann soll ich denn die holen? Gibt es hier irgendwo einen Stern irgendwann oder was? Und hier ist, also hier ist eine, da unten ist eine, dann ist da noch eine. Ja gut, das kommt schon zusammen am Ende, aber ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Und ich komme halt auch nicht. Das ist das, was ich übrigens meine. Ich drücke gerade die ganze Zeit nach unten und er macht abwechselnd, macht er mal höher, mal nicht. Je nachdem, wie stark ich den Knopf drücke. Und nicht, weil ich nach unten drücke. Also das ist von der Schwimmphysik her ganz anders als im SMW. Also stellt euch das bitte nicht so vor, wie die Schwimmphysik in SMW. Es ist nicht so. Ne, also da käme ich vielleicht mit ein bisschen Geduld noch durch. Aber... dann ist da auch finito, ne? Ja gut. Das eine Level haben wir hingekriegt, aber das hier... da gebe ich auf. Da gebe ich auf, da bin ich ganz ehrlich. Da muss ich kapitulieren. Weil das ist nicht... selbst wenn ich eine oder von eine, zwei weitere rote Münzen finden würde, ich muss ja, wie gesagt, alles am Stück hinkriegen. Ich muss ja alles am Stück hinkriegen. Und das ist... das ist mir zu krass. Das ist mir viel zu krass. Nein. Da komme ich nicht, da komme ich nicht durch. Keine Chance. Keine Chance. Ich kann jetzt halt auch nicht beurteilen, wie es gedacht ist. Es hat einer offensichtlich geschafft. Der Conker. Mit 24 Minuten. Oh, was hat er geschrieben? Ah ja.
Na dann. Gut, dann können wir jetzt eigentlich noch mal ganz kurz gucken, ob irgendwas Neues passiert ist. Nein. Das haben wir zuletzt gespielt und dann kann darunter auch nichts Neues auftauchen. Gut. Gut, 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 gut. Uff. Ganz großes Uff. Ganz, ganz großes Uff. Also, wenn jemand von euch dieses Waldlevel schafft, dann herzlichen Glückwunsch. Ich fände es interessant. Aber sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Und tschüss.